Willkommen bei Herr Hornet on Tour. Wie ihr seht, es ist nicht Vorpommern. Ha! Wo kann der Kerl nur stecken? Ja, also ich möchte den ersten Gerüchten mal entgegensetzen. Ja, ich fahre noch Motorrad. Nein, ich habe mich jetzt nicht der Fotografie nur verschrieben. Für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen, was ich meine. Nee, wir fahren. Das ist keine Frage. Also es ist immer noch ein Hobby und wir bewegen uns hier im Harz. Ja, viele Motovlogger waren schon hier. Ich möchte nicht dasselbe runterblabbern wie Sie. Ich möchte was anderes machen in dem Sinne. Wir machen hier Urlaub. Das heißt, wir sind ungefähr 9 Tage hier und haben dann dementsprechend auch Zeit, vieles andere zu erleben. Und so haben wir uns dann ein paar Ziele rausgesucht, wo wir Orte besuchen, die wir auch besichtigen. Also es ist nicht der Hauptpunkt. Wir fahren Kilometer über Kilometer und jede Kurve wird mitgenommen oder so. Nein, nein. Also wir gucken auch uns was an. Unter anderem, was uns beide, also meine Frau, meine Wenigkeit beeindruckt hat, ist die Bergwerk-Erlebniswelt. Ich komme jetzt bloß nicht drauf, Rabens. Abendsteig, sagte meine Frau gerade. Ich blende das Richtige mal ein, paar Fotos dazu in dem Sinne. Also und wenn man da sagt Erlebnis, dann muss man auch sagen, das war auch ein Erlebnis. Ne? Wir sind da wie die Bergleute mit einem, ich sage mal laienhaft, mit einem Zug dort eingefahren in den Berg. Sind auch gut umhergefahren. Und zwar genauso. Oh, jetzt muss ich mal dazwischen sein. Silvia, Vorsicht, verdreckte Straßen vor uns. So, mal ganz kurz einen Blick. Oh, ist das schmutzig hier. Ist frei. Wieder ab rechts abbiegen. Aha. So, wie die Bergleute sind wir dann genauso reingefahren. Das heißt mit den Lichtbedingungen, mit den Geräuschen, allen drum und dran. Also so wie früher in den Stollen reingefahren wurde. Es war sehr interessant, es war sehr schön. Leider für meine Spiegelreflexkamera etwas zu dunkel. So musste ich dann im Berg selber dann dementsprechend nachregeln, dass ich dann einigermaßen ein paar Fotos machen konnte. Ja, wem es interessiert, ich blende auch noch mal die ganzen Einstellungen ein, mit was ich denn da fotografiert habe, wie Blende, Verschlusszeit, allem drum und dran, je nachdem, wie es gefällt. So, dieses Örtchen ist ein bisschen wie Nadelöhr.
Ja, und so haben wir dann auch erlebt, wie dann vor der großen Industrie des Bergbaus dann wirklich dann Kohle abgebaut wurde, was auch sehr, sehr interessant war, fand ich. Also noch mit Hämmerchen und sowas alles und kleiner Schaufel, die man hinterherzog, um da die Kohle raufzulagern und wieder rauszukommen. In dem Sinne, da blende ich ja auch ein paar Bilderchen ein. Es war sau interessant, aber auch zu wissen, dass die Kohle, die dort abgebaut wurde, keinen großen Brennwert hatte. Ne? Also wenn ich den Bergmann richtig verstanden habe, war das 30 zu 70, also Brennwert 30, Abfall 70%. Eine vernünftige Kohle in dem Sinne hätte dann Brennwert von 95 und Abfall 5%. So erklärt er uns das. Also die Kohle reichte gerade mal aus, die Hütten auf ungefähr ein bisschen über 0 Grad warm zu halten. Und das war's. Ne, also sie hat auch den Beinamen oder Spitznamen feuerfeste Kohle gehabt. Also sie war, naja, nicht zu gebrauchen zum Heizen. Ja, ich schmeiß mal unten in die Beschreibung euch die Adresse mal rein. Vielleicht interessiert euch das so ein bisschen. Also quasi einen kleinen anderen Format als die anderen in dem Sinne. Weil der Harz ist nicht nur zum Fahren da, aber auch zum Erleben. Und das finde ich ganz wichtig. In dem Sinne, wenn man im Urlaub fährt, dass man auch was erlebt im Urlaub. Was will ich denn groß erzählen? Ich bin Linkskurven, Rechtskurven, Linkskurven gefahren oder ich habe das und das und das erlebt, ne? Und das kennengelernt. Ja, das ist meine Sichtweise zu dem Ganzen in dem Sinne. Somit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch was. Kickt mal wieder in für diejenigen, die es nicht verstanden haben. Schaut mal wieder rein. Ein Daumen und ein Kommentar darüber würde ich mich freuen. Und wir sehen uns denn das nächste Mal. Ich hoffe doch recht bald in dem Sinne, dass auch öfters Videos wieder von mir kommen. Was mich noch interessieren würde, was mir jetzt gerade noch einfällt, ich würde gerne das Format Motovlog und Fotowalking, also Fotoplätze besuchen in Mecklenburg-Vorpommern oder auch da, wo ich gerade unterwegs bin, ob euch das Format überhaupt interessiert in diesem Sinne. Ob man das so beides dann verbinden kann. Also mit dem Auto und Fotowalk, so wie jetzt Rico Best, den verfolge ich ja auch sehr oft. So ungefähr dem Format, nur nicht halt so professionell, weil ich bin kompletter Anfänger und kein Profi. Ja, das war's wieder mal von mir. Bis dahin, euer Hornet on Tour. Ciao, ciao.